Willkommen bei einem neuen Video von Max RPM. Heute präsentiere ich euch das DV Plus von GFB. Es handelt sich hier um einen Umbausatz für das Schubumluftventil für alle 2,0 Liter TFSI-Motoren. Was brauchen wir dafür, für das einzubauen? Wir brauchen zum einen eine Nuss, eine siebener Nuss, am besten mit Gelenk oder mit einem flexiblen Aufsatz. Dann brauchen wir einen Imbusschlüssel, einen Fünfer, und das war es eigentlich schon. Schauen wir mal hier rein. Es wird mitgeliefert: drei Schrauben, drei Befestigungsschrauben, drei längere Befestigungsschrauben, dann den Kolben oder das innenliegende Ventil, dann das Gehäuse und eine Feder, eine stärkere Feder. Und wie das alles umgebaut wird, das zeige ich euch jetzt. Das Schubumluftventil beim Golf 7 GTI sitzt hier hinten bei der Spritzwand. Um besser da dran zu kommen, muss man erstmal den Ansaugschlauch zwischen Luftfilter und Turbo abmontieren. Siebener Nuss, am besten mit Gelenk, wie eben schon erwähnt, für die Schelle zu lösen. So, jetzt nehmen wir den Schlauch ab. Kleiner Tipp: hier geht es direkt zum Turbo. Wenn hier kleine Teile reinfallen, wie die Schraube gleich oder sonst irgendwas, dann wird es ärgerlich. Deswegen nehmen wir uns einfach Papier oder ein Stofftuch und verschließen die Öffnung, dass da auch nichts reinfallen kann. Jetzt machen wir die Stecker ab. Wenn wir es nicht per Hand hinbekommen, einfach einen kleinen Schraubenzieher hier leicht die Nase anheben und dann den Stecker ab. Und dann nehmen wir uns den 5er Imbus. Jetzt haben wir das Schubumluftventil ausgebaut und wie es weitergeht an der Werkbank. So, nachdem wir das Umluftventil ausgebaut haben, müssen wir zuerst das hier vorsichtig rausheben. Die Feder können wir entfernen, die hier drin war. So, jetzt gibt es beim neuen Golf GTI, beim 7er GTI noch eine Besonderheit. Bei den älteren können wir dann das Gehäuse von GFE DV Plus direkt hier drauf montieren. Und beim neuen GTI, beim 7er GTI, müssen wir hier diesen Kragen, der hier ist, den müssen wir noch entfernen. Dazu nehmen wir am besten vorsichtig irgendwas Spitzes, Flaches, und entfernen erstmal den Gummi hier außenrum, ohne den natürlich einzuschneiden und zu beschädigen. Und jetzt hebeln wir vorsichtig hier den wir hier reinfahren, den Kragen heraus. Ohne Gewalt geht das. So. Setzen wieder die originale gelbe Gummidichtung rein. Nehmen die stärkere Feder von GFB. Setzen die hier rein. Nicht verwechseln mit der originalen. Nehmen den Kolben von GFB. Setzen den hier rein. So, jetzt beim Zusammenbauen müssen wir darauf achten. Hier bei dem DV Plus ist hier eine Bohrung, die muss genau auf diesen Zapfen drauf. Also, jetzt kommt ein bisschen Fingerakrobatik, damit wir das hier alles unfallfrei drauf bekommen. Darauf achten natürlich, dass die Gummidichtung, dass die richtig sitzt noch. So, Achtung jetzt noch. Dieser Kolben hier, dieser äußere Kolben, der ist jetzt ganz locker, der ist nicht fest. Das heißt, wenn wir es jetzt gleich ins Auto einbauen, muss man den hier festhalten, damit der nicht runterfällt. So, wir bauen jetzt das DV Plus oder das umgebaute Umluftventil bauen wir ein. Ich zoome jetzt mal etwas dran, damit man sieht, wo das hinkommt. Hier kommt das rein oder drauf.
und dafür braucht man natürlich noch die längeren Schrauben, die bei dem DV Plus Umbau-Kit dabei sind. Auch hier drauf achten, hier ist die Bohrung, die kennzeichnet, wie rum das Umluftventil eingebaut werden muss. So, das DV Plus ist jetzt wieder eingebaut. Jetzt brauchen wir nur noch den Stecker drauf zu machen und den Ansaugschlauch wieder zu montieren. Wichtig natürlich, dass man das Papier vorher rausnimmt, sonst häckselt der Turbolader das Papier. Das wäre nicht so gut. So, das war's. Voilà.